So Leute, weiter geht's hier auf Felix Beziehung mit South Park's Stick of Truth, Episode 28, glaube ich. Beim letzten Mal standen wir ja vor der Schule, jetzt stehen wir wieder hier, so in der Nähe von der Schule, glaube ich. Also so richtig verstehe ich das mit den Speicherpunkten, genau eine Stelle vor der Schule. Also so richtig werde ich nicht schlau aus den Speicherpunkten. Naja, was soll's. Gehen wir halt eben wieder zur Schule hin. Ist ja nicht so schlimm. Haben ja nur eine Folge. Ja, gehen wir jetzt schon zu den Ghost Kiddies oder gehen wir erst noch einmal in die Schule? Wobei die Schule ist abgeschlossen. Also gehen wir jetzt zu den Ghost Kiddies. Denn ansonsten haben wir ja, glaube ich, nicht mehr viel. Findet neue Verbündete, gehe ein Bündnis mit den Ghosts ein, ja. Und ansonsten haben wir noch das mit dem Schweinebärmann. Die Großwildjagd, was müssen wir denn da noch machen? Eine Flasche Reinigungsalkohol, um die Mutantenbakterie herauszulocken und zu töten. Wo die sich wohl versteckt, kommen wir hoffentlich noch hin. Nutze eine Portion Poutine, um die kanadische bellende Spinne der Mösenfurzhöhlen zu finden und zu besiegen. Ja, die werden wir wohl in Kanada finden, aber da kommen wir ja noch nicht durch. Und den Timmy-Express, da fehlt uns noch eine Station, wo auch immer die sein mag. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch erst irgendwo, wo wir noch hinkommen. Ist ja nicht so schlimm. So, dann gehen wir doch mal zu den Ghost Kiddies. Ja, mal schauen, wenn wir es zeitlich noch schaffen sollten. Ansonsten in der nächsten Folge oder bei der nächsten Folge gucken wir auch noch mal beim Mongolenturm vorbei. Da hat mir der Basti ja den Tipp gegeben, dass da wohl noch was wäre im Bereich Shin Pokémon. So, hier kommen wir auch noch nicht rein. Schade. Na ihr Affen. Who's that? I think it's that new kid people are talking about. Beat it, new kid. This area is strictly for goth kids. What's this? Join the Kingdom of Koopa Keep to battle the Wicked Elves. All recruits welcome. Sorry, Frodo. We don't play Dungeons and Douchebags. Yeah, beat it, new kid. Aw, come on, let's do it. We never do anything. No way. We can't do what this kid asks us to do. He's a conformist. Look at his clothes and his hair. Yeah, tell you what, new kid. Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Yeah, if you want to prove you aren't a conformist, then you need to look exactly like we do. Then maybe we'll consider hanging out with you. Toll. Und überhaupt, ich sehe viel schlimmer aus als ihr. Also wie so ein richtiger Satanist. Nur der Bart, der sieht ja nach Weihnachtsmann aus. Ach, Kaffee, ja, da wissen wir ja, wo wir den bekommen. Um Gottes Willen, ist ja gut. Noch was? Bing, bing, bing. So, Quests. Kaufe dir eine Gossmütze und setze sie auf. Kaufe ein paar Gosshandschuhe und ziehe sie an. Outfit, lege es an. Schwarzer Kaffee, dunkle Rüstung. Ja, dann würde ich mal sagen, erstmal den Kaffee, ne? Weil da wissen wir ja, wo wir den bekommen. Und wenn wir den jetzt nicht bei Tweak bekommen, dann falle ich aber vom Glauben ab. So, dann schauen wir nochmal. Ach, ja. Ist ja sogar markiert. Das ist ja perfekt. So, also, Timmy. Wo können wir uns denn am besten mal hin teleportieren lassen? Hier? Ach ja, dann sind wir ja direkt bei einem Standort für die Quest. Ja, super. Können wir von dem... Ach ja, hatte der Penner die Klamotten? Da habe ich doch letztens nachgesehen. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ach, da oben stehen wieder so bescheuerte Elfen. Das will ich ja hoffen. So, Verbrauchsgüter haben wir noch genug. Das ist gut. Können natürlich jetzt noch hier von zwei und davon zwei kaufen. Aber hinterher findest du was und dann kannst du es nicht mitnehmen. Oh je, das kostet. Das ist ja ärgerlich. Naja, was soll's. Kaufen wir, kaufen wir. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir das kaufen müssen.
Ansonsten Feinheiten. Vielleicht schwarzen Eyeliner. Die Emo-Perücke haben wir doch eigentlich, oder? Oder haben wir die nicht mehr, weil wir die ausgezogen haben? Wobei hier sehe ich keine Eins. Naja, kaufen wir sie. Moment. So. Die müssten wir doch eigentlich haben. Oder hat man seine Standard? Friesen nicht. So, ja, echt tatsächlich nicht. Wobei eigentlich sind die Ghosts ja keine Emos, aber. Ach, ich habe jetzt auch keinen Bock, hinterher zurückgehen zu müssen, weil wir die nicht haben. Von daher nehmen wir es einfach mit. So, hier, nimm das mit. Och man, das ist so ein. Ausrüstungstechnisch ist das so viel schöner, oder? Du hältst Individualität durch Beleidigung anderer. Na, super. Wie toll. Naja, müssen wir durch, ne? Bleibt uns nichts anderes übrig. 10 Rüstungen, okay. Ups, das wollte ich gar nicht. So. Da ist sie. Und dann 10 Rüstungen, bitte. Wahrscheinlich können wir die gleich wieder ausziehen. Und ziehen die ganze Scheiße jetzt, beziehungsweise rüsten die ganze Scheiße jetzt umsonst aus mit den Verbesserungen. Das würde wieder so passen. Ja, das fügt 8 Rüstungen zu. Na toll, und da verliere ich nur mit jeder Runde den Glauben an die Menschheit. Als ob ich den nicht zum Großteil sowieso schon verloren hätte. So eine Scheiße. Ganz toll. Also 15 Rüstungen ablegen. Immerhin hat die 2 freie Plätze. Irgendwie muss man es ja auch etwas gut machen, ne? 10 TP bei jedem Angriff. 5 Rüstungen. 10% mehr Geld. 1 MP, 2 MP, 2 MP, MP, MP. MP, MP. Distanz. Distanzangriffe fügen 40 mehr Schaden zu. 25 TP beim Heilen. Feinde, die im Nahkampf angreifen, erleiden bis zu 10 Schaden. 10 TP bei jedem Ziel. Nehmen wir das mit den Distanz. Ups. Toll. So. Immerhin können wir da 2 Sachen reinpacken. Kleiner Trost. Ja, dann. Verlieren wir da auch wieder was durch, ne? 7 Rüstungen. Ach ja, supi. Minus 20 Charisma. Ob der Charisma-Wert wohl ins Negative sinken kann? Moment, war das 7 Rüstungen? Ich glaube schon, ne? Ah, war 7 Rüstungen. Ja. Dann hätten wir das also ausgerüstet. Dann die Emo-Perücke vielleicht auch wieder. Schauen wir mal, ob die was ausmacht. Dann den bescheuerten Eyeliner. Damit wir so richtig aussehen wie eine Tucke. Und den Zauberbart lassen wir dann auch lieber weg. Ja, jetzt sehen wir also wie so ein Ghost-Typ aus. Toll. Ja, ich hätte auch in die Questlog gucken können für die Friese, ne? Was soll's. Habe ich mir doch sogar vorhin noch angesehen. Schwarzer Kaffee. Ein Päckchen Zigaretten, okay. Jetzt holen wir erstmal den Kaffee und dann gucken wir, wo es die Zigaretten gibt. Sind wir wieder hier. Ich frage mich ja immer noch. Ups.
So auch nicht. Vielleicht mit dem Drachenschrei? Nee. Schade. Vielleicht kommen wir auch erst später dazu, kann ja auch sein. Wobei das ja immerhin schon der zweite Tag ist, also. Ich weiß gar nicht, hat das Spiel 3 Tage, 4 Tage? So, Kaffee. Dunkle Röstung. Genau, die dunkle Röstung. Diese Kaffeemischung füllt die Leere in deiner Seele, welche durch all die dämlichen Hipster in der Welt hervorgerufen wird. Ups. Jetzt haben wir ihn doppelt gekauft. Naja, macht ja nichts. Haben wir nur wieder 1 Dollar verloren. Halt die Fresse. Alter, seid ihr eigentlich noch ganz dicht im Kopf? Jo. Da ist das mit dem Schweinebärmann. Jetzt schauen wir erstmal. Wo gibt's denn die Kippen? Bei Jimbo. Warum wundert mich das jetzt kein bisschen? Mal schauen, ob's klappt. Hätte ja. Ups. Hey, there he is. New kid. New kid. The Elf King has requested your presence. You can either come quietly or you can fight, but I warn you. Fighting this fight at this point in the game is a complete waste of time, and you might as well skip it and just come with us. Ich glaube ja, ich könnte euch trotzdem vermöbeln. Aber das kostet wieder nur Zeit. Meine Waffe kann euch ja richtig zusetzen. Aber wahrscheinlich kommen dann einfach nur neue Elfen oder irgendwie sowas. Also. Aber ich will das auch nicht verpassen. Hinterher mache ich die platt und dann verpasse ich das. Gehen wir mit. Jetzt lernen wir bestimmt den anderen Juden kennen. Och, warum wundert mich das kein bisschen? Wizard fat ass tell you that we broke the rules and took the stick last night? He's lying. Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating, and acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked a Twitter raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Cartman's stupid kingdom and get the stick back once and for all. I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole. Ach toll. Level 9, Bitches. Ach, wie cool. Ja, Fruh, ich glaube, jetzt hast du schlechte Karten. So ein Seitenwechsel tut mal ganz gut. Naja. Weil wir am Ende auch nur einen von beiden mitnehmen können. Und froh mit, denke ich jedenfalls mal. Froh mitzunehmen wäre auch lustig. Aber vielleicht kommt ja irgendwas ganz Verrücktes, dass sich beide auf einmal verbünden müssen gegen eine andere ist Kraft. Also wer weiß. Naja. Aber neue Aufwertung hatten wir, ne? Oder habe ich mir da was eingebildet? Stufe 9. Durch Beschneidesense werden alle anderen Feinde angewidert. Ja, wie geil ist das denn? Immer her damit. Und danach kommt das wirbelnde Verhängnis. Erhöht den Schaden aller Treidelangriffe. Perfekt. Ja, dann hätten wir das auch. Dann. Wir müssen noch die Kippen gleich holen.
Aber erstmal würde ich mich da auch gerne ein bisschen umsehen. Wie viele schöne Pokémon haben wir eigentlich schon? Um Gottes Willen, da fehlen noch so viele. Ausrüstung. Da steht auch so viel, was wir noch nicht haben. Eigentlich müssen wir das alles sammeln und dann erst das Let's Play beenden, ne? Schauen wir mal. Na, was geht? All is lost. My contacts, my maps, my friends list, all taken from me by the She-Ogre. She has no soul. You will help me battle the She-Ogre and reclaim my iPhone? Perhaps you are one to be trusted. Very well. Let us end this. Neue Quest, yeah! Und Stan sieht wie ein cooler Ritter aus. Den würde ich gerne mitnehmen. Need my help with anything? Ja, Sichi. Need my help with anything? Moment, Shio. Ah, ja. Seine Schwester. Need my help with anything? You know what every good bard should have? A flute. If I had a flute, I could play fantastic melodies. If I only had a flute. My Facebook says the Rancher might be selling one. You know where the Ranch is? I'd love to see if I could buy that flute. Und noch eine neue Quest. Es geht voran, hippie. Hey, you want to go to the Ranch? Maybe I can finally get that flute. Kann ich euch denn jetzt mitnehmen oder nicht? Oder gleich? Weil dann würde ich Stan gerne zu seiner Quest mitnehmen und Jimmy zu seiner, aber schauen wir mal. Don't let Cartman use you. Fru. Bitte nenn ihn Fru. Ja, dann hier ist nichts. Doch, hier ist was. Mauls Messer des Gläubigen. Uiuiui. Aber nur Level 5. Unsere Waffe ist besser. Glaube ich zumindest. Ja, Level 8 und können wir 2 mit angreifen. Die ist wesentlich besser. Wie heißt das Ding hier eigentlich? Ach so, Elfenkönigreich. Gut. Any ally of the Elf King is an ally of mine. And my shop is open to you. Da haben wir natürlich unter Umständen das Problem, dass wir nicht mit dem Cooper Keep einkaufen können. Vielleicht sollten wir dann auch ein bisschen Kohle farmen, um da einzukaufen. Aber schauen wir mal, wo darauf das alles hinausläuft. So, das brauchen wir alles nicht. Mit Mana haben wir es sowieso nicht so. Von daher. Können wir ein paar Sachen verkaufen? So ein bisschen Kram verkaufen, Geflügelknochen. Stapel verkaufen machen wir besser. Mr. Zweig. Den müssten wir eher Mr. Garrison verkaufen. Das Meerschweinchen-Kostüm. Ja, die fürchterregenden Angreifer. Aber sie waren so niedlich. Spielzeug-Truck. Das verkaufen wir alles. Nur St. Petrus, den behalten wir. Ach, das ist ja interessant. Ja, und neuer Vorteil. Es geht ja heute richtig ab. Vielleicht sollten wir bei allen was kaufen, um die zu unseren Freunden zu machen. Ich weiß ja nicht. Schwächt den Angriff des Heals bei perfekten Angriffen. Ja, toll. Unsere Waffe ist trotzdem besser. Ein Vorteil, was nehmen wir denn da jetzt mal? Weniger Schaden, wenn du schwer verletzt bist. Die Kunst, darauf wollen wir es nicht ankommen lassen, ne? Perfektioniere die Kunst des Verhöhens und bewirke zusätzlichen Schaden bei wütenden Feinden, okay. Magischer Angriff, Verwendung heilender Gegenstände. Angriffe für eine Weile mehr Schaden bewirken, klingt ja auch nicht schlecht. Deine Angriffe fügen größeren Schaden zu, wenn du schwer verletzt bist, darauf will ich es auch nicht ankommen lassen. Die Bluten. Ist das nicht sowieso unsere Taktik, dass wir die bluten lassen wollen und dann ist das nicht dann sowieso durch irgendwas momentan Vorteil? Entzieht Bluten entziehen 50 TP, genau. Das hatten wir nämlich. Dann nehmen wir jetzt den Vorteil. Bewirke zusätzlichen Schaden bei Feinden, die bluten und erleide selbst weniger. Ja. Dann bauen wir das alles so ein bisschen aus Bluten aus. Ist natürlich scheiße, wenn wir dann wieder gegen Maschinen oder ähnliches antreten, die nicht bluten können. Aber was soll's? Ach ja, hier. Habe ich ja ganz vergessen. Und du auch, hier. Und du. Und jetzt stürzen wir den Elfenkönig. Dafür kriegst du eine richtige Packung.
Weil wir schon dabei sind, kriegst du auch noch das ab. Und hier. Und. So, jetzt hast du es aber richtig abbekommen. Und hier. Oh, Dreierpack. Habe ich es richtig gegeben. Elfentreue? Was macht die Elfentreue? Maximal TP um 5% steigern. Ist ja auch nicht so schlecht. 5%. Wie viel? Ach, da oben. Okay. Rüstung oder TP? Da muss ich mir noch Gedanken drüber machen. Wobei die Rüstung halt bei jedem Schlag auch schützt. Und die TP, ja, die hast du halt. Die verbrauchen sich dann. Schwierig. No tricks, human. Halt die Fresse. Elfenkönigreich. Aber so wie es aussieht, ist das gar nicht im Wald, sondern bei Kal zu Hause. Auch toll. Aber was uns der Wald dann wohl noch bringt? Da bin ich ja mal gespannt. Oder ob der Wald bis zum Ende hin so sein wird, dass wir uns da verlaufen. Himmelblaue Farbe, schön, schön. Da konnten wir ja nichts mehr mitnehmen. Nee, konnten wir nicht. Schade. So. Liegt hier nicht vielleicht auch noch irgendwo ein Shin-Pokémon rum? Ach, die Eule. Die ist ja knuffig. Mein Gott, die Heiltränke, damit wirst du auch erschlagen. Perhaps you would like the services of a level 10 bard. I am a master in the art of songs and jokes. There was a fair maiden from Stoneberry. Hallo. Bitte hör auf. Huckleberry. Need my help with anything? Ja, sicher. Ja. Nee, ich sehe nirgendwo ein schönes Pokémon. Da! Ja, da haben wir wieder eine Quest erfüllt. Ist doch genial. Raised banners around town claiming elf territory for their own. So saith the Well of Insight. Plus, it's all over Twitter. The Well says balance can be restored only if a chosen one were to fuck up their banners. Och, noch eine neue Quest. Das geht ja richtig voran. Und tut mir leid, du siehst schon so richtig ramponiert aus, aber was sein muss, muss sein. These human banners are dark tidings. Will no one break the shit out of them? These human banners are dark tidings. Will no one break the shit out of them? Ja, King's Forest, keep out, King's Forest. Meinst du etwa das Gestrüpp hier? Oh, haben wir wohl kaputt gemacht. Und das wohl auch. Und das können wir nicht kaputt machen? Schade. Jo, ich glaube, das war's dann hier, ne? Moment, Jimmy? Ach, wie cool. Jimmy ist dabei. Ja, dann machen wir jetzt erst Jimmys Quest. Aber erstmal nehmen wir noch das Haus auseinander. Ein Löffel, eine Gabel, ein paar Schamhaare. Was man halt so findet. Ach! Wir haben uns doch gefragt, ob wir was mit Frost haben. Jetzt haben wir was mit Frost, so wie es aussieht. Timmy ist jetzt unser Freund, wie cool. Timmy würde ich gerne als Charakter mitnehmen. Er könnte die Leute dann überfahren mit seinem Rollstuhl. Jo. Der Frost, ne? Den wollten wir uns noch kurz ansehen. Aber macht bestimmt Frostschaden und damit hat es sich. Ja. Frostschaden, genau. Naja, dann hätten wir hier alles. Jetzt klauen wir den Juden das Geld. Das gibt Ärger. Und die Wertsachen. So, erstmal den Fernseher ausgestellt. Geht ja mal gar nicht. So. Och. Ach toll. Jetzt ist aber gut.
So, dann klauen wir jetzt dem Elfenkönig lauter Sachen. Ach, eine Chewbacca-Maske. Schön. Ja, und ansonsten, was so ein Jude halt so hat, ne? MC Tridle, ja. Elvia. Okay. Ja, Jimmy, was soll ich machen? Wir haben schon alle Unterhosen, aber noch nicht die Quest dafür. Bin mal gespannt, wann wir die bekommen. Oder ob es da überhaupt eine gibt. Aber theoretisch, weil es ja auch die Löcher überall gibt und wir die Unterhosen sammeln, dann müssten eigentlich die Unterhosen-Kobold oder was das war, irgendwann auftauchen. Ja, noch ein paar Sachen zum Verkaufen. Der hat ja zwei Fotos von dem Elefanten. Auch nicht schlecht. Jo. Ach, da ist auch noch was. Schläfen, Locken, na denn. So. Pawlowskis Garagenschlüssel, hippie. Kanadische Adoptionsunterlagen. Ob wir damit wohl nach Kanada kommen? Was sind das für Änderungen? Änderungen? Änderungen. Sieht man nur nicht so gut die Punkte über dem VHS. Ja. Das haben wir sehr lange nicht mehr probiert, irgendwelche Sachen in der Bude zu demolieren. Aber jetzt haben wir es ja. Ach ja, Jimmy, tut mir leid, aber was sein muss, muss sein. Hey. Ist nur schade, dass wir Butters jetzt nicht mehr mitnehmen können. Glaube ich zumindest. Aber vielleicht ist Butters ja so weise und wechselt auch die Seiten. Schade, dass ich das Bild nicht zerstören kann. Aber das wird echt noch schwierig, welche Seite ich am Ende dann wähle. Vielleicht wechsle ich auch lustig hin und her. Wer weiß. Je nachdem, welche Möglichkeiten mir das Spiel bietet. Ey, mal wieder ein Abseilen. Danke, Jimmy. So, viel Spaß bei eurer Wasserrechnung. Aber ihr solltet es ja haben. Akne, hervorragend. Kautabak, okay. Für Ike. Der kleine Junge nimmt Kautabak zu sich, ich werde bescheuert. Ja, hätten wir hier auch alles und wir haben nichts kaputt gemacht, aber dafür die Vase jetzt noch. Und die Lampe. Hey, geht das nicht mehr? Schade. Wäre ja auch zu witzig gewesen, ne? Ansonsten müssten wir alles hier haben, ne? Ich hoffe doch. Dann gucken wir jetzt noch in die Garage und dann war's das schon wieder für diese Have you Folge. seen the new Taco Bell yet? Incredible! Och man, ich hätte so gern hier einen Taco Bell in Deutschland. Und mal wieder den kaputt machen. Neue Nachricht von Timmy. Timmy! Ach, wie schön. Ein richtiger Philosoph. Stigmata. Hey. Kaltskoteletten. Kleiner Magnet. Der sorgt doch bestimmt dafür, dass die Gegner nur noch uns angreifen oder irgendwie so ein Schrott. Das brauchen wir ja mal so gar nicht. Kleiner Magnet ist also hierfür. Genau. Oh, doch nicht. Ich erhalte 20% mehr Geld. Ist ja auch verlockend. 20%. Ups. Komm, packen wir das mal rein statt der Distanzangriffe. Sind wir mal gierig. Sind ja schließlich auch ein Jude. Nein, nur Spaß. Wir machen hier alle platt. Ach, Moment. Halt die Fresse. Ja, aber das war's schon wieder für diese Folge. Beim nächsten Mal gehen wir dann mal zur Farm mit Jimmy. Dann gehen wir zu Stan, dann genau, dann gehen wir mit Stan zu Stan und kämpfen gegen seine große Schwester.
Und mal schauen, was wir noch so schaffen. Also Leute, macht's gut. Ach ja. Und weil wir hier auf Felix Beziehung zu unserem Wort stehen und ich ja gesagt habe, einmalige South Park-Folge am Sonntag. Wisst ihr, was diesen Sonntag kommt? Damit ich nicht so den Stress habe, noch die Secret of Mana-Folgen, ups, jetzt habe ich ja noch was gesagt, so spontan aufzunehmen. South Park. Also Leute, macht's gut.